Gut, das heißt, technologiemäßig schauen wir ganz gut aus. Stability boosten. Dum, 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 dum. Ja, also ich finde, das Stability von plus 1 sollte man schon. Das ist schon investierungswürdig. Natürlich, man kann immer auf plus 3 spielen und plus 3 ist super. Nur im Moment will ich wirklich nicht die ganze Administrative Power ausgeben. Sondern ich will eigentlich relativ bald auf Tech Level 4 kommen, damit ich die erste Ideengruppe kriege. Damit wir dann mal anfangen können zu kolonialisieren. Weil der Grund, wieso wir, ich meine, all das hier könnte ich ja jetzt auch schon kolonialisieren. Ich muss ja nicht nach Südamerika gehen, um zu kolonialisieren, sondern ich kann hier alles, alle grauen Provinzen können kolonialisiert werden. Das Problem ist nur, ich habe keinen Kolonisten. Und dafür brauche ich Idee Nummer diese hier, Exploration Ideas. Das heißt, ich brauche jetzt mal Tech Level 4, damit ich die National ID überhaupt freischalte. Dann wählen wir hier Exploration ID und dann muss ich mir noch Colonial Ventures, damit ich überhaupt meinen ersten Kolonisten bekomme, um 400 Diplomatic Power kaufen. Das heißt, ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir zum Diplomatisieren beginnen, nein, zum Kolonialisieren beginnen. Weswegen ich jetzt auch angefangen habe, meine Diplomatic Power zurzeit noch dafür auszugeben, Culture zu switchen. Weil, wie gesagt, es ist ein bleibender Bonus, die Kultur verändert sich nie wieder zurück. Insofern, das relativ früh zu machen im Spiel, kann schon ganz stark sein. Gibt es noch irgendwas? Ja, die Ashanti könnte ich noch switchen. Will ich die? Ja, das ist eigentlich eine relativ gute Provinz. Okay. 125 Diplomatic Power. 5 Jahre dauert's. Ja, das ist doch ganz gut. Okay, wie sehen wir hier aus? Improved Relations plus 46. Geht nur bis zu einem Maximum plus 100, dann kommt euer Diplomat automatisch zurück. Ihr kriegt aber sowieso eine Meldung, also es passiert nicht einfach so über Nacht, sondern ihr kriegt eine Meldung, dass das Maximum erreicht ist. Das heißt, ihr wisst auch, wann der Punkt ist, an dem es am besten wäre zu verhandeln. Und euer Diplomat wird dann sofort zurückgeschickt. Und ab dann verfällt natürlich Diplomatic Relations wieder. Das sehen wir hier im dummen Mali zum Beispiel. Improved Relations plus 74. Okay, aber es nimmt mit 3 pro Jahr ab, weil wir jetzt keinen Diplomaten mehr dort stationiert haben, der das noch aufrechterhält. Andere Sachen wie zum Beispiel Same Religion oder Same Dynasty, das bleibt natürlich gleich. Das ist ein konstanter Bonus, der erst vergeht, wenn wir eben die Religion wechseln oder zum Beispiel eine Allianz lösen oder eine neue eingehen. Zum Beispiel hier sehen wir minus 15, glaube ich, minus 25, weil wir mit Tagaza verbündet sind und Songhai betrachtet Tagaza als seinen Rivalen. Moment. 66 Dukaten oder ein Stability. 66 Dukaten, ganz im Ernst, ich weiß eh nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Ich glaube, wir werden sogar noch irgendwo eine Earth Rampart bauen, einfach nur weil wir es können. Wie wäre es mit hier? Oder soll ich warten, bis ich die Missionen dafür kriege? Ja, wohl, das dauert noch ewig. Fangen wir mal in Gabu an, wieso nicht? Wir können ja noch jede Menge Ramparts bauen. Diese Modernisierungen in den Provinzen kosten immer auch einen kleinen Ticken der entsprechenden Power. Also zum Beispiel eben Earth Ramparts als Verteidigungsstrukturen kosten 10 Punkte Military Power. Aber das ist im Großen und Ganzen vernachlässigbar. Also ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht noch was nachgepatcht wird, um das ein bisschen teurer zu machen, weil 10 Punkte wirken sich wirklich für niemanden aus eigentlich. Wenn ich diese Verbesserung haben will, dann putte ich auch die 10 Punkte rein, das ist egal. Ich krieg sie eh, ich krieg pro Monat 8 zurück, also das ist ein Setback von 2 Monaten, das ist so gut wie nix. Natürlich ja, wenn man dann größere Reiche auf einen Schlag ausstatten will mit Armories oder mit Docks oder sowas, dann geht's rein, aber das ist das Problem. Da es 50 Dukaten kostet, ist das Problem auf jeden Fall, dass mir zuerst das Geld ausgeht, bevor mir die Power ausgeht. Also ich weiß nicht, entweder vielleicht stanzen sie diese 10 Power, die es kostet, komplett, oder sie erhöhen es vielleicht. Vielleicht erhöhen sie es auch mit fortgeschrittenen Gebäuden, weil andere Gebäude werden deutlich teurer, was die Dukaten betrifft. Also von 50 geht es dann auf 75 und auf 100, wenn man sich hier das mal anschaut. Starford würde dann schon 75 kosten. Hier würden wir dann schon 100 Dukaten
150 Dukaten und so weiter. Und all diese Dinger kosten 150 Dukaten, aber sie kosten nach wie vor nur 10 Tech. Ihr seht hier 10 Diplomatic Tech, 10 Military, also nicht Tech, sondern Power, 10 Administrative Power. Das steigt nicht. Das könnte man natürlich auch noch anpassen, dass man sagt, die Modernisierungen werden generell einfach teurer, nicht nur von den Dukaten, sondern auch bei der Power, die ich reinstecken muss. Gut, wir sind auf 142 und Improved Relations. Ja, das ganze Trading in Slaves interessiert mich nicht. Habe ich so viele Provinzen, die Slaves traden? Warte, im Trade-Bildschirm sehe ich gar nicht, was die produzieren. Slaves, Slaves. Ah, Ivory ist das, oder? Ja, okay. Also Elfenbein. Elfenbein. Getreide. Getreide. Gold, klar. Gold, klar. Nochmal Getreide, Getreide, Getreide. Was ist das? Salz, Salz. Und schon wieder Sklaven. Okay, also ja, doch. Drei Provinzen habe ich, die mit Sklaven handeln. Ja, meh. Das rechtfertigt nicht diese ganzen Pop-Ups hier. Gut, Songhai plus 70. Ja, genau, ich wollte gerade rechnen, ob sich das überhaupt ausgehen wird. Wir müssen auf 190 kommen, damit wir Tagasa zu unserem Vasallen machen können. Habt ihr dieselbe Flagge? Ja, habt dieselbe Flagge. Gut. Naja, sobald ihr mein Vasall seid, habt ihr dann eben eine Flagge. Ne, warte, Vasall noch nicht, erst wenn ich euch dann übernehme. Aber scht. Okay, 145, 146 und wir sind auf plus 58. Das heißt, noch 32, 42 können wir noch zunehmen. 42 sind wir dann auf 188, das wird sich genau nicht ausgehen. Cool. Ja, weil wir diese zwei Punkte Border Friction haben und ich weiß nicht wieso. Hm. Okay, ja, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Vielleicht wird die Border Friction nämlich eher noch zunehmen. Wir können ihnen natürlich ein Geldgeschenk machen von, glaube ich, 25 Dukaten. Das kostet uns, natürlich kostet es uns, aber es kostet uns nicht so viel, wie ich dann hoffe zu kriegen. Nämlich immerhin eine ganze Provinz ohne Blutvergießen. Ja, ich könnte sie auch stompen, aber ich habe leider schon mit einer Allianz mit ihnen begonnen. Das war meine erste Mission, die ich angenommen habe, weil es für die jede Menge Prestige gab, sonst wäre ich gar nicht auf 35 Prestige. Und ja, dann bin ich irgendwie mit dieser Allianz da gesessen und wusste nicht ganz, was ich jetzt machen soll. Und deswegen musste ich jetzt einfach umdisponieren, habe eine Royal Marriage geschlossen und werde jetzt zu meinem Vasallen machen. Was ist das? Marinids, ihr seid auch Sunni, okay. Allied with Hafsids. Hafsids? Hafsids hier drüben, okay, gleich nebenan. Berber, Sunni, okay. Die können tatsächlich beide noch ein Problem werden, weil die sind doch sicher auch beide, ja. Tech-Gruppe Muslim und Tech-Gruppe Muslim. Ja, also hier im Norden sowieso alles, aber das sind nur zwei Einprovinzreiche, die haben nichts zu melden im Spiel. Aber die Marinids, ich hoffe, dass das Kastil bald einigen Druck auf sie ausüben wird oder vielleicht die beiden sich untereinander ein bisschen fetzen werden. Ah, da gab es scheinbar schon den Krieg. Okay. Okay, Kastil hat gerade, weil ich es zufällig gesehen habe, ein Riesenstück Aragon gestohlen. Ah, das ist doch ganz gut, das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, wenn Kastil Druck auf die ausüben kann aus dem Norden, soll mir das nur recht sein. Ich werde auch hier Urdane fürs Erste nicht einnehmen, weil ich habe gerne so ein bisschen eine Pufferzone. Natürlich ist die Möglichkeit gegeben, dass dann die Mariniden sie überrennen und wiederum als Provinz für sich einnehmen. Aber gut, das soll passieren. Ist nicht so eine wahnsinnig reiche Provinz, dass ich sage, ich brauche sie unbedingt. Und es ist immer besser, Grenzkonflikte so lange wie möglich rauszuzögern. Das habe ich auch in meinem Osmanen-Spiel gemerkt. Ich schaue immer, dass es ein, zwei Provinzen gibt, die zwischen mir und Österreich stehen. Damit kommen sie einfach nicht auf die Idee, sich gegen einen zu wenden. Ich habe genug am Hut mit den Mamelucken. Die sind hart genug für die Osmanen. Obwohl ich sagen muss, die Osmanen wirklich, sie sind gekennzeichnet als eines der Völker, mit denen man das Spiel beginnen soll, weil sie relativ leicht sind und das stimmt auch. Sie sind ein verdammtes Powerhouse in ihrer Region. Also mit den Osmanen kann man so schnell so viel einnehmen, nicht zuletzt, weil man Konstantinopel hat, das glaube ich ungefähr die reichste Provinz im Spiel ist. Da geht schon ordentlich was weiter am Anfang, ja.
Gut, checken wir mal das Holy Roman Empire. Brandenburg ist Emperor, okay. Ja, das ist tatsächlich, wenn man einen Crusader Kings 2 Spielstand portiert, dann ist das, wird das mehr oder weniger mit Schere, Stein, Papier entschieden, wer der Emperor ist. Nein, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel das entscheidet, aber es ist auf jeden Fall so gut wie nie Österreich. Und ansonsten ist es eigentlich immer Österreich in einem regulären Europa-Universalis 4 Spiel. Und auch in importierten Spielen sehe ich wesentlich öfter, dass der Imperator wechselt. Also in allen Spielen, die ich bisher, in allen Grundspielen, die ich bisher hatte, war es eigentlich immer so, dass Österreich Emperor geblieben ist, egal was passiert ist. Aber da das hier natürlich einem wesentlich zerrütteteren Reich gegeben wird, oder einem Reich, das nicht so viele Beschränkungen hat vom Spiel vorgegeben, weil es halt eben importiert ist. Und deswegen die Machtverhältnisse einfach anders liegen. Da kann es natürlich öfter vorkommen, dass dann der Emperor gewechselt wird. Okay, wir kennen inzwischen zumindest die Provinzen, die an Kumasi anschließen. Das ist nicht so schlecht. Das ist mehr, als wir noch vor 5 Jahren hatten. Das ist Level 4 in Military Tech, oder? Ja. Okay, Level 4 in Military Tech. Pike Square. Military Tactics, Land Morale, Infantry Shock und Can Now Build Armory. Okay. Sehr gut. Passt, passt, passt. Und wir sehen auch, Military Tech, wenn eine Einheit so gehighlightet wird, wenn sie so einen hellen Rahmen hat, dann bedeutet das, dass mit dem nächsten Level, mit Level 5, ich meine Armee verbessern kann, modernisieren kann. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Nämlich zur Muslim Dual Infantry, Level 5. CTE steht in Klammer hier. Foot Soldiers und Archers, Moment mal. Wieso bilde ich Foot Soldiers aus? Was ist der Unterschied zwischen Foot Soldiers und Archers? Muslim Archers. Moment. Let them handle it. 30 Administrative oder Revolt Risk in Gabu. Wie sieht's in Gabu aus? Revolt Risk 0% minus Legitimacy. Okay, let them handle it. Die Frage ist, wie lang kriege ich 10 Revolt Risk? 30 Administrative Power ist nicht viel, aber nein, Revolt Risk. Base? Oh. Okay, das war eine saudumme Entscheidung. Aber hey, Harsh Treatment. Harsh Treatment kostet uns ein bisschen Military Power, aber dann bringen wir das Revolt Risk wieder auf 0%. Ah, okay. Es fällt aber schon zurück. Base 9,91, bam, bam, bam. Nimmt das auch wieder ab, oder war das nur das eine Mal? Ja, okay, es nimmt jeden Monat ab. Okay. Puh. Ich dachte mir gerade, ich hätte jetzt bis 1821 diese Provinz verkackt mit 10% Revolt Risk. Okay, das ist gerade nochmal gut gegangen. Was habe ich gerade vorher gecheckt? Ich war gerade irgendwas am Nachschauen. Ach ja, meine Armee. Archers haben. Also, es ist ein bisschen unübersichtlich zu lesen. Es gibt zwei Phasen in jedem Kampf. Nämlich die Feuerphase und die Schockphase. Das sind quasi zwei Phasen, die wechseln sich immer wieder ab, eigentlich in jedem Kampf, soweit ich das weiß. Gibt es irgendwelche? Nein. Steht nicht, wann was kommt. Wurscht, auf jeden Fall gibt es eben Fire und Shock. Und Fire, wie der Name schon vermuten lässt, ist eben großteils mit Schusswaffen. Das heißt, ich glaube, wenn eine Armee mit Fire Modifier gegen eine Armee ohne Fire kämpft, dann wird das ein ziemlich einseitiger Kampf, weil einfach die Armee, die Fire hat, jeden zweiten Zug einfach feiern wird und der Gegner kann dem nicht entgegensetzen, weil sie noch keine Waffen haben. Und dann geht es erst in die Schock, in die Nahkampfphase quasi. Gut, und die Punkte, die ihr hier seht, sind Offensiv- und Defensiv-Potenzial. Morale ist eine gute Frage. Morale ist, glaube ich, einfach nur generell. Und ich glaube, deswegen hat das Spiel hier auch die Foot Soldiers ausgewählt. Also die Archers können im Schock angreifen mit einem Punkt und verteidigen mit einem Punkt und haben einen zusätzlichen Morale-Bonus für die Offensive. Foot Soldiers können angreifen mit einem Punkt in der Schockphase, haben 0 Punkte in der Defensive, aber sie haben mehr Moral beim Verteidigen.
Und ich glaube, weil Moral einfach genereller ist, weil Moral einfach immer sich immer auswirkt, werden sie hier vermutlich die Foot Soldiers genommen haben, obwohl die Muslim Archers eine höhere Military Tech brauchen. Nämlich 2 statt 1. Gut, im Großen und Ganzen sind sie aber gleich stark. Ihr seht nur auf jeden Fall schon dann, die Muslim Dual Infantry ist auf jeden Fall schon mal auf ganzer Linie stärker. Also, es macht eigentlich nie Sinn, eine neue Einheit nicht einzusetzen. Gut, Kanonen kommen erst auf Level 7, glaube ich. Ja genau, auf Level 7 fangen die Kanonen an. Wie schaut es aus mit unserer Kavallerie? Ja, Trading in Slaves. Was haben wir denn? Okay, Moment. Moment, was verwenden wir? Wir verwenden nicht Charge Cavalry, wir verwenden Muslim Cavalry Archers. Die haben zum Beispiel hier einen Fire Modifier, weil sie Fernkämpfer sind. Okay, 1-2-2-1 oder 3-1-2. Okay, der stärkere Schock wäre natürlich super. Andererseits haben die halt Fire. Okay, also auch in dem Fall werde ich, glaube ich, beim Fire bleiben. Also bei der Vorauswahl bleiben. Ja, vielleicht werden aber später Charge Cavalries für einen super Schock Bonus besser. Ja, man wird sehen. Man wird sehen. Meine Armee steht übrigens noch immer unten in Kumasi, einfach weil es die letzte Provinz ist, die ich übernommen habe. Und deswegen gibt es dort immer ein Revolt Risk, das heißt Nationalist. Und der vergeht eigentlich erst, glaube ich, nach 10 Jahren, nachdem man die Provinz übernommen hat. Und ja, außerdem musste ich eben sowohl Culture als auch Religion ändern. Beziehungsweise ich bin gerade noch am Culture ändern. Und eine anwesende Armee drückt immer das Revolt Risk. Nicht viel, aber ausreichend. So, wie läuft hier eigentlich? 171. Ja, wir werden euch auf jeden Fall ein Geschenk machen müssen. 97, den kann ich bald zurückziehen. Damit habe ich auch meine Mission erfüllt und kann mir eine neue Mission holen. Und bekomme 3 Prestige. Wie ihr seht, das Prestige inzwischen von 37, glaube ich, als ich das letzte Mal hingeschaut habe, auf 32 gesunken. Es sinkt jetzt aber auch nur noch mit 1,6 pro Jahr. Das heißt, es dauert dann relativ lang, bis es wirklich auf 0 fällt. Okay, wir können einen neuen Military Leader rekrutieren für 50 Military Power. Ich brauche ihn aber zurzeit nicht und naja, ich meine, es ist eigentlich wurscht, weil er kostet uns sowieso keinen Unterhalt. Ja, nehmen wir ihn jetzt. Ah, der ist sogar ziemlich gut. 3 Punkte in Siege, das ist herrlich. Einen Leader zu haben, der einen Belagerungsbonus gibt, das ist richtig, richtig geil. Okay, wir haben die 3 Punkte von Songhai bekommen. Create a proper fleet. 5 Prestige. Ja, wir brauchen keine Flotte, aber hey, wieso eigentlich nicht? Wir können ja mal Lightships bauen. 2 von 5. Okay, das heißt, wir müssen nur 2 Schiffe noch bauen. Ja. 2 Schiffe. Wir haben eh viel zu viel Geld, also bauen wir noch 2 Barken, weil die können wenigstens dieser einen Barke hier helfen, den Trade zu beschützen. Wenn ihr eine Flotte auf Trade Protection schickt, so wie hier, Trade Protection, dann patrouilliert sie den ganzen Bereich der Handelszone ab und erhöht den Wert der Handelszone. Mein Händler hockt hier oben, mein zweiter... Was? Ach so, weil ich nicht sehe, woher die kommt. Ach, damit, okay. Deswegen hockt er da ein bisschen landeinwärts. Okay, also mit Handel machen wir aber nicht wahnsinnig viel Geld, oder? Nein, einen Dukaten. Reduce Inflation. Okay, wir können es erst stoppen, wenn es über 3% ist. Okay, also Inflation macht einfach nur alles teurer. Klar, das hätte man noch wissen können, ohne nachzuschauen, aber egal. Gut. Unsere beiden Schiffe, ja, danke Handelsansicht, ich brauche dich nicht mehr. Unsere beiden Schiffe sind bald gebaut, dann ist auch wieder die nächste Mission fertig. Die Frames sind wirklich schrecklich in dem Spiel, ich will aber auch nicht die Auflösung runterschalten oder sonst irgendwas machen. Und ganz ehrlich, es juckt mich nicht, wenn's ruckelt. Das ist vielleicht nicht allzu schön dem
dabei zuzuschauen beim Ruckeln, aber fürs Spiel ist es relativ egal. Ich werde trotzdem aber für die Aufnahme, weil die Aufnahme macht natürlich noch mehr Stress, als er ohnehin schon hat, werde ich versuchen, nur auf der zweithöchsten Geschwindigkeit zu spielen, nicht auf der höchsten, damit es zumindest halbwegs flüssig läuft. Gut, das, wann ist das fertig? Mai, Mai nächsten Jahres, okay. Okay. Jetzt fühlt sich gerade aber ziemlich schwer, obwohl ich den Speed gerade runtergeschalten habe. Ist er gerade kein großer Fan von diesem Spiel. Hm, 13 Frames? Naja, wird schon hinhauen. Okay, create the proper fleet. Sehr gut. Die werden wir gleich noch hier rausschicken. Da sollen sie sich mit dem anderen Schiff treffen. Ja, und jetzt nur noch Fortifications. Und ganz ehrlich, wieso eigentlich nicht? Ein bisschen Manpower kann man immer brauchen. Wolof. Earth Rampart. Danke sehr. Gut. Hopp. Und alle zusammen, ja. Trade protecten. Die Frage ist, macht das einen Unterschied, wie groß die Flotte ist, die ich losschicke, um Trade zu protecten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich nehme es fast an, weil sonst würde hier nicht stehen, protect our trade with 3 Lightships. Oder es steht nur, falls ich eine gemischte Flotte habe, weil dann kann trotzdem nur, können trotzdem nur Lightships den Handel schützen. Aber das wäre tatsächlich sehr interessant zu wissen, ob das einen höheren Bonus gibt. Ich werde es vermutlich nie rausfinden. Nein, es wird sicher schon jemand rausgefunden haben und ich werde einfach im Forum nachschauen. Das ist toll an den Paradox-Spielen. Sie haben so eine riesige Community inzwischen und eine Community, die immer drauf aus ist, alles zu wissen und alles herauszufinden. Dass man eigentlich alles einfach nachschauen kann irgendwo. Früher oder später findet man es schon. Okay, wir sind auf 182 und das wird sich nicht ausgehen. Das heißt, wir können eigentlich jetzt schon Send Gift. 25, wir kriegen einen Bonus von 15. Gut, das heißt, zunächst mal Stop Relation Improvement. Obwohl, das hätte ich eigentlich schon noch anlassen können. Naja, egal. Wir geben ihnen ein Geschenk. 197 und jetzt müssen wir nur warten, bis einer unserer Diplomaten bereit ist und wir wieder eine Änderung vornehmen können in Tagasa. Das ist am 12. Juni. Ja, man kann nicht ständig seinen Diplomaten im Trommelfeuer auf ein und dasselbe Land loslassen. Das geht sicher nicht. Ist immer so ein Dreiviertelmonat, glaube ich, den man warten muss. So. Offer Vassalization. Papam. So. Ja, sie haben die Allianz gebrochen, das ist eh klar. Das ist noch ein bisschen ein Bug. Wenn jemand dein Vasall wird, dann bricht das die Allianz. Und das kostet mich jetzt minus 50. Ich meine, es ist wurscht, weil das ist nur die Meinung, die ich von ihnen habe und nicht die Meinung, die sie von mir haben, was wesentlich wichtiger ist. Aber deswegen ist es trotzdem seltsam. Gut, und jetzt sehen wir hier Annex Vassal. Und das geht... which has been your vassal for at least 10 years. Genau, ich darf keinen anderen Vasall annexen. Klar, ich habe auch keinen anderen Vasall. And with whom you have a relation of more than 190 or as an effect of a certain peace resolutions. Okay, ja klar. Okay, passt. Ja. Gut, okay, das heißt, sie müssen nur unser Vasall bleiben für 10 Jahre. Das heißt, es wird wesentlich schneller gehen als hier das Integrieren. Integrieren braucht immerhin 50 Jahre. Blasphemy. Bum, ba, dum, ba, dum. Ja, inzwischen bin ich eigentlich fast bereit, die Prestige zu verlieren, nur mal auf negative Piety zu kommen. Ja, wie viel bringt mir minus 18%? Würde das mir jemand sagen, oder? Current Piety, 5% mehr Steuern, 5% mehr Manpower, aufgerundet, 2% billigere Technologien. Sehr, sehr geil. Okay. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich mir wirklich gut überlegen muss. Ich glaube, ich werde mir nicht Diplomatic Tech 4 kaufen, zumindest jetzt noch nicht. Sondern ich warte, bis ich administrative Tech 4 bekomme
hole mir dann die Idee, weil die National Idea Exploration braucht dann sowieso 400 Diplomatie, um den ersten Kolonisten überhaupt freizuschalten. Und Marktplatz und Dock, ich komme auch noch ohne die aus, ganz im Ernst. Es gibt so viele tolle Sachen, die ich hier direkt in meiner Nähe kolonisieren kann. Ich will das eigentlich wirklich schnell über die Bühne bringen. Travel time 600 days? Okay. Wieso auch immer. Ich glaube, wir werden fast hier anfangen, weil das sind schon Sunni. Obwohl, da sind nur 4000 Mann, das wäre auch eine Möglichkeit. Das sind auch nur 4000 Mann, aber das ist nur eine Einser-Provinz. Meh. Meh, meh, meh. Egal. Wir werden auf jeden Fall nämlich die Ersten sein in diesem Landstrich, die zu kolonialisieren beginnen. Insofern haben wir quasi eh die freie Auswahl. Okay, die sind schon auf Military Level 4 und Diplomatic Level 4. Ja, wir machen zurzeit keine Punkte. Die auch. Wie schaut es in Europa aus? Wie schaut es hier oben aus, vor allem? 3, 3, 3. Man sieht hier die Tech-Level der anderen Staaten. Also wenn euch wundert, was ich anschaue, das, darauf konzentriere ich mich gerade. 3, 4, 4. 4, 3, 4. 3, 4, 4. Okay, ja, das ist nicht so schlimm. Das heißt, wir können noch eine Zeit lang auslassen mit dem letzten Punkt hier. Okay, Marketplace und Dock. Nein, danke. Wie gesagt, will ich nicht. Trade Range ist schön, aber zurzeit nicht. Nein, danke. Kann ich hier noch einen? Ja, ich könnte den wieder einspannen, den Typen. Dann würde ich halt ein bisschen Inflation zulegen, aber ich glaube, das ist mir in dem Moment sogar lieber. Bisschen Inflation, dafür wird die Tech billiger. Perfekt. Oh, sogar in 2 Monaten kann ich das machen. Ah, cool. Sehr, sehr leibend. Incorporate Tagaza into our country. Ja, das mache ich in 10 Jahren. Wenn ihr bis dahin noch was anderes vorzuschlagen habt, gerne. Will ich noch Geld ausgeben? Ich habe 250 Dukaten. Ich mache 5 pro Monat. Ja. Futter Yalan ist so eine reiche Provinz, die sollten wir vielleicht tatsächlich schützen. Es ist vielleicht wirklich keine blöde Idee. Earth Rampart. Außerdem ist es mir lieber, ich baue jetzt viel, weil da meine Inflation sowieso stetig zunimmt. Werden die Sachen nur noch teurer. Gut, Kumasi ist die Culture Bird fertig. Boah, das wird sehr geil, wenn wir mal National Ideas haben. Das wird sehr, sehr gut. Erster Mai. Hallo? Ein Punkt? Ah, es geht sich um einen Punkt nicht aus. Ne, dann halt nicht. Dann halt erst im Juni. Gut. We have changed the culture of a province. Das heißt, wir kriegen jetzt auch noch mehr Geld. Und auch noch mehr Manpower aus Kumasi. Ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem, wie das hier so läuft. Wir kriegen auch Geld von unserem Vasallen, von Tagaza. Was sind wir eigentlich? Ikta. Similar to a feudal fief system. Okay. Und wir kriegen dadurch 100% Chance auf einen Erben. Plus 93% Income from Vassals. Okay, cool. Ja, es ist Juni. Wie schaut's aus? National Ideas. Ach, wunderschön. Okay, und jetzt. Also, es gibt jede Menge Ideen, die uns helfen könnten, aber für das Spiel, das ich plane, brauchen wir Exploration Ideas. Weil nur so bekommen wir Colonists, Punkt 1. Und Colonists würden wir auch hier bekommen, zum Beispiel bei Expansion. Aber nur bei Exploration bekommen wir Quest for the New World. Und nur damit können wir Explorer auf unsere Schiffe hauen. Und diese Explorer finden dann tatsächlich auch Südamerika. Spoiler. Gut. Und jetzt werden wir unsere angesammelte Diplomatic Power raushauen für Colonial Ventures. Wir könnten uns sogar Quest for the New World kaufen. An sich. Ich bin gerade schwer überlegen, das zu machen. Aber, ganz im Ernst.
Ich glaube, ich hätte dann doch lieber Level 4 zuerst. Jetzt habe ich eh mal genug zu tun mit dem einen Kolonisten. Den werden wir auch gleich losschicken. Und zwar, wohin werde ich ihn jetzt schicken? Nein, wir werden jetzt erstmal die Armee losschicken. Und dann den Siedler hinterher. Womit fangen wir denn an? Das ist schön. Das ist eine Provinz mit einem Tax-Base von 2. 4000 Natives. Das sollte zu machen sein. Wir haben unseren General zugeteilt. Das heißt, wir kriegen sowieso so einen riesen Kampfbonus.